Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem etwas speziellen Video, wie ich finde, denn ich werde euch heute meine 5 bisher gravierendsten Fehler aufzeigen, die eine Veranstaltung, ich sage mal, etwas in den Dreck gezogen haben. Man kann es schon so formulieren. Ganz zu Anfang, ich glaube, jeder macht Fehler und ich glaube, ihr würdet auch wirklich lügen, wenn ihr sagt, mir ist noch nie irgendwas passiert, was eine Veranstaltung nicht gut getan hat und so weiter. Ich glaube, jeder hat irgendwie ein paar Leichen im Keller. Es passiert, man ist im Lernprozess und ich möchte auch betonen, dass diese Fehler schon eine ganze Weile her sind. Also das war noch wirklich in meiner Anfangszeit, keinesfalls in der Zeit, wo ich professionell meine Dienstleistungen anbiete und als Firma hoch 2 unterwegs bin. Fehler Nummer 1 war in meiner alten Grundschule. Ich war 14 Jahre alt, war also schon eigentlich an meiner Oberschule. Ich habe schon die Oberschule besucht, wollte ich sagen, aber habe noch meiner Grundschule in Sachen Technik ausgeholfen, da ich das davor schon immer so als kleines Kind schon so mitgemacht habe. Denn der eigentliche Techniker hatte einen Bandscheibenvorfall, weshalb ich mit seiner, also fremden Technik, das Ganze versucht habe umzusetzen. Diesen Gig kann man sogar in einer Nikos Gigs Folge sehen. Ich glaube Folge 1, Folge 2, ewig her. Bitte steinigt mich nicht, wie ich damals die Qualität gemacht habe. Das ist noch ganz alt. Es gab ein Presonus-Pult und es gab Sennheiser EW500 Generation 1 Funkstrecken. Das Problem war, dass die Frequenzen schon damals viel zu alt waren. Das heißt, die Funkstrecken haben im 3G oder das Telefonnetz rumgefunkt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dadurch gab es den Effekt, dass bei den Proben eben alle Funkstrecken wunderbar funktioniert haben. Aber sobald das Publikum kam, ging gar nichts mehr. Kein Funkmikrofon kam mehr durch. Die Schauspieler gingen auf die Bühne. Und es kam kein Ton an, gar nichts. Ich habe auf die Empfänger geguckt, die haben im RF rumgezappelt und das war's dann. Alle gucken mich an und sagen, mach die Mikrofone an und ich sage, mach mir nur so, scheiße, sie sind an, aber es passiert nichts. Erstmal waren die Frequenzen nicht überprüft, das heißt, die waren auch überhaupt nicht in dem, die waren überhaupt nicht so gestaffelt in Sender und Empfänger, dass sich eben die Vielfachen der Frequenzen nicht treffen können. Das war also irgendwie willkürlich, also nicht in irgendwelchen Gruppen angeordnet. Und die haben eben Telefonnetz gefunkt. Also die beiden Sachen sind mir extrem zum Verhängnis geworden und am Ende half eben nur ein SM58 mit Kabel. Fehler Nummer 2 war zum Ende meiner Ausbildung, also ein Zeitraum, in dem es schon ziemlich peinlich ist, dass einem sowas noch passiert. Aber hey, es war ein Konzert mit ungefähr 500 Leuten und das Problem war, dass der Sänger dieser Band, die auftreten sollte, zu spät kam. Also alle Instrumente, das ganze Engagement wurde schon gesoundcheckt und war auch im Pult ordentlich implantiert und der Sänger kam eben zu spät, weshalb ich das mit dem Mikrofon nicht mehr getestet habe. Trotzdem dumm, ich hätte es noch mal prüfen sollen, denn der Audiotechniker-Handsender war noch auf plus 18 dB gestellt und das war ein Sänger, der nicht rein flüstert, sondern richtig Gas gibt. Heißt also, die erste Hälfte der ganzen Show war komplett übersteuert, es hat total gekratzt. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum ich nicht eingesprungen bin, weil ich nicht sollte. Der Kunde hat gesagt von wegen, das bleibt jetzt so, du kannst jetzt nicht vorrennen, den anderes Mikro geben. Ich habe gesagt, warum nicht? Er meinte, er möchte das nicht. Muss man denn so hinnehmen, ist schade. Aber gut, ich fand auch in dem Fall den Sound deutlich wichtiger, als das Bild einer Kamera zu zerstören, wenn man kurz mal als Techniker da raufrennt und dem anderes Mikrofon in die Hand drückt. Aber ey, Kunde ist König, also musste es so sein. Natürlich trafen mich einige Blicke ziemlich komisch, das ist natürlich nicht so angenehm. Und direkt in der Pause, als die begonnen hat, bin ich sofort nach vorne gesprintet, habe mir das Mikrofon geschnappt, es auf 0 dB gestellt und ab da war auch alles in Ordnung. Trotzdem eine ziemlich peinliche Nummer. Fehler Nummer 3 passiert in einem Gig, den vielleicht einige kennen, die mich länger verfolgen, kennen vielleicht noch die Folge Nikos Gigs Folge 4. Ebenfalls sehr alt, ich war noch ein ziemlich kleiner Lauch, aber habe damals schon die Möglichkeit bekommen, von meinem Ausbildungsbetrieb die damals noch sehr neue NNT D-Live zu nutzen. Also nochmal vielen Dank dafür, das war wirklich sehr, sehr cool, dass wir dich für dieses Schulprojekt gesponsert bekommen haben. Denn es war ein Musical, was das OSZ Kim technisch betreut hat, also unsere Klasse. Und naja, wir hatten 18 Funkstrecken und sehr, sehr viele Darsteller und hatten bloß 2 Tage, um die Proben mitzukriegen, neben dem Aufbau. Das war wirklich, wirklich chaotisch und du kriegst ein ganzes Drehbuch so schnell in deinen Kopf und kannst dir mal eben Szenen bauen, vor allem, weil das Kinder waren und das ganz viel sich live verschoben hat und so weiter, weshalb man keine Cues in dem Pult bauen konnte. Das heißt, alle 18 Funkstrecken musste ich manuell drücken mit einem Skript und musste genau wissen, wer wo ist. Hat soweit meistens auch ganz gut geklappt. Nur einmal habe ich vergessen, eine Darstellerin zu muten und dann konnte man eine ganze Weile im Publikum, in einem 600-köpfigen Publikum, interessante Geräusche aus der Garderobe hören. Ups. Fehler Nummer 4 passierte mit einem Kollegen, den ich sehr, sehr schätze, Philipp. Und zwar war er damals sogar mein Vorgesetzter. Grüße gehen raus, hab dich lieb. Und zwar haben wir einen ziemlich coolen Gig in einer verdammt großen Kirche beschallt.
Alter Vater, also diese Kirche war wirklich riesengroß. Ich habe noch nie so ein riesiges Ding gesehen. Wir hatten allein drei Delay Lines, bestehend aus 6.8 XT und L-Akustik, eine dementsprechend große Front-PA mit insgesamt 4 18 Zoll Bässen. Und wir haben uns die ganze Zeit gewundert, warum der Bass nicht so richtig angeht. Wir dachten so, was ist denn hier los? Irgendwie sind das vielleicht die Raummoden? Ist das die Kirche, die nicht so richtig will? Keine Ahnung. Der Bass hat trotzdem so halbwegs gereicht, aber hätte auch mehr sein können. EQ half nichts, die Endstufe war schon relativ ausgelastet. Muss an irgendwas anderem liegen. Naja, nach dem Gig haben wir festgestellt, dass nur einer von 4 Subwoofern angeschlossen war. Ja, absolut dämlich, passiert mir seitdem nie wieder, aber man lernt halt raus. Der 5. Fehler ist eigentlich nicht so zum Lachen, denn es war der bisher schlimmste und gravierendste Fehler, den ich je gemacht habe. Und bis heute tut mir der Kunde sehr leid, also falls der Kunde das jemals sieht, sorry, aus heutiger Sicht immer noch. Es war vor 8 Jahren, ich war 5 Jahre alt, auf jeden Fall. Ich war 15 Jahre alt und sollte Licht für eine Show einer Konfirmation machen in Bernau bei Berlin. Es spielte eine Band, es gab diverse Tanzgruppen, eine ziemlich coole Show und die sollte ich mit Licht betreuen. Ich nahm eine ganze Menge LED-Packern mit, hab die auch ins Rig gehangen, hab ein bisschen Uplighting gemacht, hab sogar noch 4... sogar damals meine Eurolight TS2 DMX-Scanner hinten ins Rig gehangen, habe noch 2 Moving Heads mitgebracht und wollte das Ganze mit meiner Emulation-Software steuern. Davor hat immer alles wunderbar funktioniert, ich habe mit Licht nie Probleme gehabt, wusste auch genau, wie DMX funktioniert, aber hatte halt noch nie einen gravierenden Fehler. Und das wurde mir genau da zum Verhängnis, dass ich keine Vorerfahrung hatte. Es war so, dass das Licht geflackert hat, die Spiegel haben sich ganz merkwürdig durch die Gegend bewegt und auch die Moving Heads haben gar nicht erst auf irgendwelche DMX-Befehle von mir angesprochen. Ich habe stundenlang versucht, noch während den Proben bin ich darum gewuselt und habe versucht, den Fehler zu finden und ich habe es nicht geschafft. Ich dachte auch, es lag an dem fehlenden DMX-Endwiderstand, aber das war es auch nicht. Und es ist peinlich genug, keinen Führerschein zu haben, logisch mit 15, und sich vom Kunden von Bernau, das ist ziemlich weit Rand Berlin, noch in die Innenstadt fahren zu lassen, um einen Widerstand zu holen, der am Ende nichts daran geändert hat. Also wirklich unglaublich peinlich. Woran lag es nun, dass das Licht nicht funktioniert hat? An einem fehlerhaften Lightcraft Minipar AT3. Der hatte einen Fehlerstrom in die DMX-Kette reingerotzt und deshalb ging gar nichts mehr. Das haben wir später im Lager rausgefunden. Tja, blöd gelaufen. Ich habe versucht, alles zu testen, habe jede Lampe nochmal überbrückt. Nur diesen einen nicht. Ich weiß es bis heute. Ich habe jede Lampe einmal mit dem Stecker überbrückt, um zu gucken, ob irgendwo ein Fehler herkommt. Aber diese eine habe ich nicht überprüft und die war es am Ende auch. Ich habe es nicht gerafft. Und natürlich habe ich von dem Kunden am Ende auch nie wieder was gehört. Ist ja klar. Ich muss am Ende die Show mit 10 Paar 64 Strahlern vom Haus machen, mit einem Lightcraft Light Commander Lightcraft. Eine Emma Lighting Light Commander 24-6, also eine ziemlich unspektakuläre Lichtshow, vor allem wenn da 1000 Lampen rumstehen, die einfach gar nichts machen, weil ich sie nicht benutzen kann. Ja, war ziemlich blöd, passiert. Aber jetzt seid ihr dran. Habt wirklich Eier, schreibt mir in die Kommentare, was euch schon mal Gravierendes passiert ist. Ich glaube, niemand kann sagen, dass mir noch nie irgendwas passiert ist, was meinen Kunden nicht so gefallen hat. Also ich glaube, jeder hat schon mal einen Fehler gemacht, wo er sagte, oh, das sollte mir nicht nochmal passieren. Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ach so, und übrigens ja, weil viele gefragt haben, das ist mein neues Lager. Also eine Ecke in meinem neuen Lager. Bis dann, ciao.